Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, der Basti von den Rollerprofis. Was ist heute das Thema? Das Thema wird ganz groß geschrieben. Jetzt fängt der Frühling wieder an und jede Menge Gebrauchtroller sind auf dem Markt erhältlich. Aber was musst du alles dabei beachten, wenn du den kaufst? Es ist wirklich entscheidend, was man zu beachten hat. Deswegen haben wir einfach mal so eine kleine Checkliste gemacht. Die seht ihr dann im Anhang nochmal richtig. Auch eventuell für das PDF, wenn wir das hinbekommen, damit du auf der sicheren Seite bist. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ihr jemanden habt, der mitkommen kann, der wirklich Ahnung davon hat, nehmt ihn mit, weil ihr geht hart für euer Geld arbeiten. Und das soll nicht umsonst sein. Ja. So, fangen wir doch einfach mal an. Wir haben uns einfach mal hier einen alten Roller rausgekramt, den der Kunde uns hingebracht hatte, um den wieder fertigzustellen, wo wir dann aber selber sagen, es bringt einfach nichts mehr. Auch wenn es ein schöner Roller ist eigentlich und relativ wenig Kilometer unter hat. Er hat leider Gottes mal einen Diebstahlschaden mit dazu und da sind einfach die Kosten einfach viel zu hoch im Gegensatz zu dem Wert von dem Roller. Und da sollte man sich dann doch mal überlegen, ob man ein paar Mark oben drauf legt und sich dann doch einen neuen holt. So, fangen wir doch einfach mal an. Was ist das Wichtigste eigentlich so? Die Punkte. So der optische Eindruck. Ihr seht, schau mal, ich kann es dir mal kurz zeigen. Ja. Dieser Roller hat hier halt einfach mal schon richtig lange Standzeit. Sollte natürlich nicht immer so sein, aber ich muss euch leider Gottes sagen, es gibt nun mal leider genügend Menschen da draußen, die genau sowas einfach mal schnell durch die Waschanlage fahren und vielleicht mal kurz ein bisschen rumpusten und so weiter und vielleicht noch versuchen, das Ding noch zum Laufen zu bringen. Und genau solche Roller dürft ihr nicht kaufen. Deswegen auch eine kleine Checkliste machen. Was ist wichtig an der Checkliste? Ihr müsst Belege für Inspektionen, muss der Eigentümer haben, weil auch beim Roller muss was gemacht werden. Du kannst so einen Roller nicht immer nur fahren. Irgendwann kommt die dicke Rechnung. Die Fahrzeugpapiere sind sehr, sehr wichtig, dass die wirklich im Original vorhanden sind. Es gibt die Möglichkeit, sich auf Fahrzeugpapiere nachmachen zu lassen beim TÜV. Da muss das Fahrzeug natürlich im akkuraten Zustand sein. Und ihr braucht aber vorher eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Zulassungsstelle oder von der Polizeibehörde. Das ist sehr, sehr schwierig. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert. Ihr wisst, die Behörden, ich sage nicht weiter dazu. So, Schlüssel. Ich sag mal, es sollte wenigstens einer vorhanden sein. Wenigstens einer. Wenn alle beide vorhanden sind, umso besser. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen da einfach mal an mit den Reifen. Ja. Die Reifen hier sehen erstmal soweit, erstmal so auf den ersten Blick erstmal gut aus. Guckt mal hier. Ein schönes Profil, könnte man sich beirren lassen. Mensch, ist doch alle Dude. Die muss ich nicht neu machen. Nein. Und zwar, es gibt gewisse Daten auf dem Reifen, die ihr dann auch seht. Und zwar das Baudatum von dem Reifen. Das ist immer sehr, sehr entscheidend. Und mal seht ihr das? Mhm. Ja. Und zwar sind dort insgesamt vier Zahlen immer drauf. Die ersten beiden Zahlen, das bedeutet die Woche in dem Jahr, wo es produziert worden ist. Hier in dem Fall sind wir in der 40. Woche und die 11 dahinter bedeutet das Jahr, also 2011. Nun haben wir 2021. Die Reifen sind nun doch schon 10 Jahre alt. Das Profil sieht wirklich noch gut aus, aber die Reifen sind ausgehärtet. Man kann zwar mal irgendwie sparen, aber bitte dort nicht, weil das ist die Verbindung zwischen dir und der Straße und die soll sicher sein. Und auch bitte dort guckt, dass ihr euch einen Markenhersteller holt, nicht irgendwelche Reifen für 10, 15 Euro. Um Gottes Willen, dann könnt ihr die gleich drauf lassen. So, als nächstes gehen wir auf die Bremsanlage mal ein. Da muss normalerweise eigentlich mal ein Fachmann ran. Um das auch eigentlich so richtig, wie sagt man, zu beurteilen zu können. Ja, beurteilen. Und zwar könnt ihr erstmal so schauen, ob ihr links und rechts einen Druckpunkt habt. Hier haben wir es halt, das ist okay. So ist es nicht. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass sie deswegen in Ordnung ist. Hinten haben wir zum Beispiel bei 54 Kubik Motorrollern haben wir so eine Stellschraube. Die könnte man jetzt per Hand noch ein bisschen weiter reindrehen. Je nachdem Fahrzeugtyp, sondern hier beim Piaggio, muss man sie hinten erst lösen, die Gegenschraube, bevor man die hier weiter wieder reinziehen kann, damit man die wieder weiter straffen kann. Vorne sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da habt ihr noch ein paar Punkte mehr zu beachten. Wie sieht die Bremsscheibe aus? Das ist nicht weiter schlimm, wenn der jetzt mal Rost drauf ist. Überhaupt nicht weiter wild. Ihr müsst mal rübergehen mit dem Finger, ob sie erstmal so weit glatt ist. Dann ist schon mal okay. Meistens aber so, wenn sie halt in den Kilometerstand sind, ab, sage ich jetzt mal, 10.000 Kilometer, merkt ihr auf einmal, habt ihr hier ein Grat drin. Je nachdem, wie hoch dieser Grat ist, ist diese Bremsscheibe halt auch verschlissen. Dann haben wir hier, muss ich mal kurz die Lampe nochmal holen, und zwar die Bremsbeläge.
weiß jetzt nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt. Wir werden es danach nochmal zeigen. Wir werden es einfach mal hinzufügen. Hier bei dem Roller sind vielleicht, es ist zwar noch Bremsbelag vorhanden, aber das sind vielleicht noch 2 mm irgendwie was so in den Dreh. Damit fahrt ihr nicht mehr so lange. Wenn mich Kunden manchmal fragen, wie lange ich damit noch fahren kann, ich weiß es nicht. Es kommt ja mal darauf an, wie sehr du mit welcher Bremse bremst. Definitiv. Eigentlich erneuern. So, mit gleichzeitig natürlich auch die Bremsflüssigkeit. Aber das, da komme ich ganz kurz darauf zurück, wenn ihr Belege habt, wann was gemacht worden ist, dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. So, was haben wir als nächstes? Wir haben zum Beispiel die Lenkung. Geht die Lenkung leichtgängig? Kann man einfach nach hinten drücken und das aufbauen? Genau. Und dann von links nach rechts machen, aber bitte mit Gefühl, mit Gefühl. Und am besten am Bremshebel mit Gefühl von links und nach rechts. Und hier bei dem Roller stellt man gleich fest, dass hier irgendwie irgendwas stört, dass immer irgendwas auffällt. Das nennt sich Rastpunkte beim Lenkablager. Ganz schlimm. Muss man meistens erneuern. Es gibt gewisse Fahrzeughersteller, sagen wir zum Beispiel Piaggio, da kann man es schon nochmal einstellen, so ist es nicht. Aber bei einem anderen Fahrzeughersteller, es kommt immer darauf an, wie sehr dieser Rastpunkt ist. Das nächste, wir sind noch nicht fertig mit der Lenkung. Das ist hier, haben wir hier Spiel drin. Bin hochgehoben und dann das Vorderrad vor- und zurückgezogen. Und wenn wir jetzt mal ganz leise sind, dann hören wir hier ein leichtes Klacken. Ja. Hörst du das? Das heißt, das Lenkablager ist wieder lose. Mit einem Rastpunkt. Da kommen auf jeden Fall höhere Kosten auf euch zu. Definitiv. So darf es definitiv nicht sein. Als nächstes, Telegabel. Auch immer ein sehr wichtiger Punkt. Wie ihr vielleicht seht, sind hier schon Flüssigkeiten ausgelaufen bei dieser Telegabel. Das ist nicht unüblich beim 50-Kubik-Motorroller. Das heißt, hier ist der Simmering-Defekt oder vielleicht sogar das Tauchrohr so ein Defekt, wenn hier einzelne Steinschläge so drauf sind. Ihr müsstet einfach mal sauber wischen. So sieht es erstmal optisch, die sehen ganz gut aus. Aber bei manchen Telegaben ist es so, dass hier irgendwelche Einschläge sind. Und dann könnt ihr das sowieso vergessen, dann braucht ihr das hier neu. Weil das dichtet nicht mehr ab, auch selbst wenn man hier den Simmering drin erneuert, es wird nicht mehr dicht. So, was haben wir als nächstes? Auch ich muss jetzt mal kurz nach der Checkliste mal gucken. Signalanlage. Probiert aus, ob die Technik funktioniert. Jetzt bei dem Roller ist es jetzt gerade ein bisschen problematisch. Da haben wir beide gar nicht aufgepasst. Ja, Batterie. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Jeder normale Roller hat eigentlich eine Batterie drin. Ja. Der macht die Zündung an und probiert einfach die Blinker aus, ob die Blinker funktionieren. Ob die Hupe funktioniert, ob das Bremslicht auf beiden Seiten funktioniert, ob das Bremslicht hinten aufleuchtet. Genauso wie den Motor bitte einmal starten, schauen, ob das Scheinwerferlicht funktioniert, Abblendlicht und Fernlicht funktioniert. Dann ist auch immer wichtig, wie ist der Kilometerstand von dem Fahrzeug. Hier haben wir, das ist eigentlich das beste Beispiel, 7680 Kilometer oder 88 Kilometer, hört sich das mal überhaupt nicht viel an. Das ist eigentlich ein wunderbarer Kilometerstand. Da könnte man denken, Mensch, da brauche ich gar nicht investieren, damit kann ich gleich losfahren. Nein. Und zwar, wenn manchmal Roller, sage ich jetzt mal 15 Jahre alt sind, die haben erst 3.000, 4.000 Kilometer runter, da könnt ihr hier und da euch eine Menge erwarten, definitiv. Manchmal ist es ja besser, einen Kilometerstand von 10.000 bis 15.000 Kilometer zu haben, weil dann sind sie auch schon teilweise mal durchrepariert worden und die sind bewegt worden, weil nichts ist schlimmer als wie ein Roller, der nur steht. Da passieren wirklich die meisten Schäden, komischerweise. Ja. Was noch zu beachten? Fahrwerk. Fahrwerk, das heißt Stoßdämpfer. Ob die noch gut sind. Genau. Am besten testen bei der Probefahrt, oder? Ja, das, aber auch im Stand zum Beispiel. Okay. Ob sie noch richtig dämpfen. Ob sie noch richtig federn. Ah. Der hier macht es. Und wenn er aber, ich weiß nicht, wie ich das jetzt vorführen soll, wenn du den runterdrückst und der schlägt total schnell nach oben und federt oben noch aus, ist dieser Stoßdämpfer definitiv kaputt. Und natürlich auch die Sache zu beachten, manche Stoßdämpfer laufen dann immer schon aus. Dann seht ihr hier hinten, ist alles so schwarz mit einer Flüssigkeit. Das heißt, Stoßdämpfer auch neu machen. Ja, was ist noch hinter so wichtig? Also,
Man muss den halt immer sehen. Man geht ja als normaler Laie dorthin. Man kann nicht so viel prüfen. Macht euch wirklich eine Checklist. Wir machen für euch eine kleine Checklist, womit du als normaler Laie auf jeden Fall erstmal dorthin gehen kannst. Ansonsten, ich möchte dafür jetzt keine Schleife machen, aber wir bieten es auch an für 29 Euro. Einfach mit dem Roller hierher kommen, am besten mit dem Verkäufer. Und wir schauen uns das Fahrzeug gemeinsam an und sagen euch was dazu. Weil dann seid ihr definitiv auf der Nummer sicher. Natürlich können wir nicht in den Motor hineinkriechen, das ist klar. Aber auch wir hören es, wenn der Motor an ist, ob da irgendwas im Wagen ist oder nicht. Natürlich könnt ihr auch nicht vor Ort nachprüfen, was liegt eigentlich hier hinter. Hier hinter ist die Variomatik. Hier hinten haben wir die Kupplung. Hier vorne haben wir den Variator. Und dann läuft hier ein Keilriemen entlang. Welchen Zustand ist das? Normalerweise ist es so, bei dem Kilometerstand sollte jetzt vorne, hinten jetzt nichts großartig sein. Anschlussriemen sollte auf jeden Fall erneuert werden. Und hier bei Piaggio zum Beispiel haben wir noch einen zweiten Riemen, das ist der Ölriemen. Der sollte auch definitiv mit erneuert werden. Ansonsten habt ihr einen Motorschaden, wenn der reißt. Weil der Riemen kostet nur ein paar Cent, der Motorschaden kostet gleich ein paar 100 Euro. Merkt euch das. So, wie ihr seht, haben wir mal ganz fix mal das Fahrzeug gewechselt. Weil es gibt auch gewisse Unterschiede bei den gebrauchten Roller. Zweitakt-Motorroller, Viertakt-Motorroller. Was ist dabei der Unterschied? Bei einem Zweitakter, mal ganz schnell erklärt, hast du nochmal einen separaten Tank, nur fürs Öl. Den müsst ihr immer wieder nachfüllen, weil ansonsten bekommt der Motor nämlich keine Schmierung und ihr werdet irgendwann stehen und der Motor ist kaputt. Beim Viertakter läuft das genauso wie beim Auto. Da habt ihr einen Ölmessstab, woran ihr sehen könnt, wie der Füllstand ist, wie alt das Öl ist und so weiter. Zumindest ansatzweise wegen dem Alter vom Öl. Das dreht ihr einfach raus, steckt das wieder rein. So reinstecken, mehr nicht. Genau. Und dann seht ihr ja, sehen wir hier das Öl, wie es glänzt. Jetzt wische ich es mal ab und darunter kommt eine geriffelte Linie. Und in Möglichkeit sollte natürlich hier oben irgendwo stehen, sage ich jetzt mal so kurz vor voll. Wenn es mal jetzt bis zur Hälfte steht, es ist nicht weiter schlimm. Deswegen bricht die Welt nicht zusammen. Dann fehlen da, was weiß ich, 20, 30 Milliliter. Aber wenn ihr seht, jetzt stecke ich nochmal kurz rein. Zum Beispiel hier ist das Öl richtig schön klar. Das seht ihr ja, ne? Und wenn das schon richtig alt ist, dann ist das richtig, richtig dunkelbraun bis schwarz. Wenn das der Fall sein sollte, Achtung, dann wurde auch schon lange nichts mehr gemacht. Und nochmal Achtung, wenn hier gar nichts erscheint, wenn man den erneut reingesteckt hat. Ja. Und vor allen Dingen diese Sache nur dann machen, wenn der Motor, sag ich jetzt mal, kalt ist oder wenn er kurz vorher gelaufen ist, mal ein Momentchen warten, sagen wir mal 5 Minuten, bis das ganze Öl nach unten gesackt ist, erst dann den Ölstand messen. Apropos warmer und kalter Motor. Achtet bitte darauf, wenn ihr dorthin geht, dass die Motoren kalt sind und nicht schon vorher warm gelaufen worden sind. Weil dann versuchen die meist auch mal irgendwelche Fehler zu verbergen. Ich kenne meine Pappenheimer. So, dann wechseln wir mal, würde ich sagen, wieder zu dem ursprünglichen Roller. Ja, alles klar. Ja. Das war es eigentlich dann erstmal soweit. Aber eine Sache trotzdem, muss ich euch jetzt mal ans Herz legen. Bitte, wenn ihr euch einen gebrauchten Roller kauft, erwartet nicht, dass ihr für 100 Euro oder 300 Euro einen fahrbaren Roller bekommt. Das wird so nicht funktionieren. Das geht erst ab einem Level ab 700, 800 Euro los, wenn es ein ehrlicher Verkäufer ist. Grundvoraussetzung. Und was auch irgendwo immer zu beachten ist, bitte kauft keine No-Name-Firmen. Es gibt heutzutage genügend Punkte im Internet, was man nachlesen kann über diesen Hersteller. Wenn euch der Hersteller nichts sagt, Hände weg davon, bitte. Ansonsten, für alle Markenhersteller gibt es genügend Ersatzteile, damit ihr den Roller wieder flott bekommt, definitiv. So, eigentlich fällt dir noch was ein, Mascha? Nicht wirklich, außer dass ihr natürlich nicht den Motor prüfen könnt, wie wir. Ja. Und da mal ab und zu natürlich was nicht rund läuft bei gebrauchten Fahrzeugen, ist ja klar. Es ist nicht manchmal immer so, kauft man die Katze im Sack oder nicht. Genau. Ich bin ja Ankäufer von Gebrauchfahrzeugen. Auch selbst mir ist das schon passiert, um Gottes Willen. Also wenn man etwas mutwillig was verheimlichen möchte, könnte man das auch so hinbekommen, definitiv. Aber das ist unehrlich, sowas macht man nicht. Genau. Definitiv nicht. Genau. Ja, und ansonsten... Mit der Checkliste fährt man ja erstmal in die richtige Richtung. Und ich denke, das hilft einigen. Ja, genau. Und wenn da vielleicht auch eventuell schon ein Verkäufer euch vielleicht schon abblockt und der will er nicht, dann solltet ihr euch vielleicht doch schon die Frage stellen, ist da irgendwas im Argen oder so ähnlich? Ja.
dann macht lieber nochmal einen neuen Termin aus, woanders sind halt, oder klappert auch einfach mal die Händler ab. Das heißt nicht immer, dass wir als Händler immer alle teuer sind oder sowas. Das stimmt gar nicht. Wenn ich so an meine gebrauchte Order denke und das vergleiche mit dem Internet, dann bin ich teilweise da immer noch billiger. Und man hat so eine Garantie darauf. Ja. Und ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt am Ende, oder? Ja. Hört sich haben wir noch irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Also nicht auf nichts, was man so testen könnte. Also sehen könnte auch. Natürlich so offensichtliche Dinge, ob der Hauptständer funktioniert, ist ja, denke ich mal, offensichtlich genug für alle. Ja, definitiv. Ja. Aber eins will ich mal trotzdem noch zu einer ganz anderen Sache noch sagen. Hm. Auch wir sind ja noch im Umbau. Wir haben jetzt kein Glasfaser hier. Wir brauchen noch keinen glänzenden Fußboden oder so etwas. Weil für uns ist wichtig, dass hier unsere Mitarbeiter Spaß daran haben und dass sie Ahnung haben von dem, was sie machen. Ja, also lasst euch nicht immer so von dem Eindruck vielleicht verschrecken oder so. Wir haben hier eine Baustelle. Man sieht es ja auch. Das halt noch schöner, aber wie gesagt, wir werden hier keine Fliesen verlegen oder sonst was, weil darauf kommt es drauf an. Es kommt auf die Ehrlichkeit drauf an und auf das Können. Und letztendlich, man muss Spaß haben bei der Arbeit. Genau so ist es. Definitiv. Sonst würden wir es hier nicht alles machen. Genau. So, wir sind am Ende für heute. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Oder vielleicht liked, wie man so mal so schön sagt. Genau so. Ja. Und jetzt am Ende kriegt ihr noch mal die Checkliste. Könnt ihr euch ganz genau noch mal anschauen. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Ja, schönen Tag euch. Ciao.